Die haben mich bombardiert mit Fragen. Viele behaupten, es ist dein Bein, oder? Sieht es so aus, als wäre es meins? Ich glaube nicht. Jetzt hat er es bewiesen eigentlich schon. Yeah. Es ist nicht mein Fuß. Es ist bewiesen. Definitiv nicht mein Fuß. Ist ja auch nicht meins, daher. Da es meiner auch nicht ist. Meiner auch nicht. Jüngst, hey. Zeig doch deine Linke. Wir sind zu viert gekommen auf dem Zimmer. Du bist der einzige Fuß, der auf zwei Beinen steht. Der Fuß steht auf beiden Beinen im Leben. Das ist schon eine Frechheit. Was ist denn? Das ist mein Fuß, Mann. Sieht aus wie ein Kilo Mischbrot. Leute, wir haben zwei Alis hier. Ali, Musti. Ich habe auch einen Nickname, ne? Wie ist dein Nickname? K4Des. Was ist das? K4Des. 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 Des, Kardashian. Kardashian. 4, 4. 4. K4Des. 4. 4. Kardashian. Ja, nenn den einfach. Wie lange hat der überlegt für diesen Namen? Für was denn? Ali, auf jeden Fall Ali, auf jeden Fall Musti. Ali bringt auf jeden Fall den größten Beitrag für unser YouTube-Video. Ist mir krass aufgefallen. Das peinlichste, was ein Freund jemals ausgeplaudert hat. Ist mit einem Fuß. Mit deinem Fuß? Nein, nicht mit meinem, mit einem Fuß. Mit einem Fuß. Ja, und also jetzt was keiner hindert. Musik, Essen, Frauen, Kinder und Freunde. Sag mal, ganz ehrlich, viele Freunde, aber die gehen mir alle am Arsch vorbei. Wenn ich das rausschneide, ist die größte Missgeburt. Ist die größte Missgeburt, die jemals YouTube gemacht hat. Oder hat der gefunden oder hat der gekackt gerade? Das Problem ist. Das Problem ist, du hast vor 10 Sekunden gesagt, dass du kacken musst und dann kam der Puls, ist der denn jetzt mehr? Du hast gesagt, soll ich dir geben? Ich hab Arsch. Oder soll ich dir geben? Warte, gib mal Stunde. Ja, Bruder, du sagst in 10 Sekunden, ich muss kacken, dann kommt der Puls. Aber ist doch ganz klar, wegen Puls, dass du nicht gehört, wer es war. Ja, aber natürlich weiß, wer es war. Ja, aber ich weiß es nicht. Aber das Video wird denken, du warst es. Ist mir scheißegal, Bruder, das Bett hat vibriert. Das Bett hat sich verschoben, wir sind am Fenster gerade. Guck mal, und was? Alter, hast du den einen Puls? Alter, ich war mir nämlich sicher, dass er es war. Jetzt ist der gewesen, Mann. Der eine, Mann, ich mach sowas. Ich hab noch nie mehr gegeben. Boah, Alter, ich schwöre dir, das Bett hat sich verschoben, Mann. Leute, ist gut eingefallen, Mann. Was kommt denn da? Ich bin nicht vollkommen, Alter. Der Gefühl hat mal der Fuß. Ja, Musik ist dein Thema. Ja, geil. Ex-DJ, aber er war früher auch ein DJ. Das gehört zum Leben halt. Ja. Was hörst du denn gerne? Ich höre alles. Alles, was. Ja, Essen und Essen. So alles. Ich bin schwedisch, ich esse alles. Bohnen. Alles. Jetzt wissen wir auch, warum er furzt morgens, Alter. Alles. Aber warte mal kurz, bevor du mit deiner Frau anfängst. Liebe Gudrun. Gudrun? Als ich das erste Mal dich gesehen habe, habe ich gesagt, was für eine Missgeburt. Frauen, Freunde, Kinder, jetzt will ich aber voll Musik anmachen bei dir. Ja, Musik. Ja, auch türkisch, würde ich sagen. Hey Leute, das hat jetzt hier nichts mit dem Thema zu tun, aber ich muss bloß kacken. Über das, was euch in eurem Leben am wichtigsten ist. Zum Beispiel heute Nacht ist das Wichtigste, dass er nicht die ganze Nacht furzt. Wer? Ja, du. Ich habe noch nie mein Leben gefurzt, aber das könnt ihr alle bestätigen. Maya, du hast noch... Was denn mit deiner Frau? Ja, sie fragt dich, was mit deiner Frau? Was ist mit deiner Frau? Ja, was ist mit deiner Frau? Ja, die ist zu Hause, Über eure Kindheit, beziehungsweise auch Schulzeit. Erzähl mal von deiner Kindheit.
Fall eine schöne Kindheit gehabt. Das erste, was man nach dem Aufstehen macht. Ich lasse meinen Rücken knacken. Ich furze. Ich trinke gleich ein Glas Wasser. Ich. Hast du Wasser an deinem Bett? Ich gehe direkt ins Bad. Das erste, was man nach dem Aufstehen macht. Furzen. Aber ich habe noch nicht. Wie selbstverständlich das für den ist, der denkt, alle machen das. Ich mache das alle. Sprecht bitte über wichtigsten Gewürze in der Küche. Salz. Ja, Salz auf jeden Fall. Apropos Radweg. Wieso heißt Radweg? Fahrrad ist ja zum Fahren, ne? Nein. Also ich sage ja nicht, ich. Das ist ein Ernst. Aber manchmal schiebt man ich gehe erst nicht mit dem Fahrrad. Das ist zum Fahren, ne? Ja. Und wieso heißen die Radwege Weg, wenn ich ja drauf fahren soll? Ja, warum heißt auf Wegen läuft man nur. Würde ich jetzt so behaupten. Eure schlechtesten Angewohnheiten. Ist zwar viel besser geworden, aber das ist stark ruhig. Also nicht so schnell aufregen manchmal. Die ist ekelhaft, deswegen bist du zweimal vom Bein geflogen. Also. Nein, ich bin zweimal vom Bein geflogen, weil du wichst ja mich beim ersten Mal rausgeschossen hast, Alter. Voll Idiot, Alter. Nein, also wechselt Thema auch, Alter. Ich schwöre, also, ich hab ihn nicht rausgeschmissen. Ey, der ist so ein Schwätzer. Das war der Trainer. Ich war Fußballer, der war im Vorstand, der war sogar Präsident. Was war der? Der war doch irgendwas. Vizepräsident, der hat mich aus dem Verein geschmissen. Aber schön, dass du daraus gelernt hast. Deine Schwächte sagen so, das andere sein. Zweimal gesprungen. Wir waren in so einem Laden und der Besitzer ist einfach an unseren Tisch gekommen. Aber warum macht er das halt? Ich weiß nicht. In Kreuzberg, der hat, entweder hat er gesagt, diese Jungs sind voll verzweifelt. Ja. Der ist an unseren Tisch gekommen. Alter, wie soll man das jetzt übersetzen? Seid fröhlich, also locker. Jungs, was ist los, hat er gesagt? Wollt ihr Essen haben? Soll ich euch Essen bestellen? Junge! Ey, das ist wirklich die Übersetzung. Der hat gesagt, Jungs, was ist los? Lacht doch ein bisschen. Soll ich euch Essen ausgeben? Moment. Das Leben ist kurz. Lacht doch. Seid fröhlich. Fame, Mann. Fame. Ich feiere dich. Fame und safe. Alter, diese drei Begriffe, die habe ich heute zum ersten Mal verstanden, warum sie benutzt werden. Du hast sie verstanden? Ich habe noch nicht verstanden. Hier, der hier. Schwarz oder so. Aber ich glaube, das ist Instagram-Sprache. Ich feiere dich. Bruder, ich finde das doch auch selber scheiße. Ich feiere dich. Ja, was ist das, ich feiere dich? Also was machst du jetzt? Ich sehe dich und dann machst du... Ich weiß. Yo, Ali, geil. Alter. Ich feiere dich. Jetzt weißt du, warum der Ladenbesitzer uns feiern wollte. Der hat uns auf jeden Fall feiern wollte. Der uns feiern oder feiern. Ja, aber ich kann es dir nicht erklären, aber ich feiere dich. Leute, was ist dieses, schreibt in die Kommentare, was ist dieses, ich feiere dich. Das wird oft benutzt, oder? Natürlich, Alter. Ey, Krankmann fährt vorbei, Leute, Tatü, Tata, das ist okay, geil, ich feiere dich. Ich weiß nicht, ich dachte, das ist Menschen retten oder so. Ich feiere dich. Ja. Also, du hast gerade erzählt, ich feiere dich. Hier, warte mal, vor mir kam das erstmal raus, hier, diese ich feiere dich. Wer hat so Leben, Mann. Und ich fahr schnell, ich hab auf einmal auf der Autobahn damit angefangen. Ich hab, okay, ich hab es gesagt, weil ich es gehört habe. Was hab ich denn schon so überzeugt, dass jemand feiert? Und die Scheiße, wenn ich aufs Bett kacke, Alter. Alter, was habt ihr mit Kacken? Ich weiß, was es heißt. Aber was, nur, was weil ist das? Weil es ist in Stadt, in unserer Region gab es das nicht. Guck mal, also ich bin jetzt 21. Ich kenn, ja. Ja, wie sich hier auch. Er ist 24, er ist 13. Und morgens gab es das nicht, Mann. Nein, nicht. Dem, Alter, das sagst du böse auch. Ist das. Hat er im Auto mindestens 15 Mal gesagt? Geht aber nicht um das Wort Fame, gerade. Es geht darum, dass er heute den ganzen Tag so einen gemacht hat, als welches Superstar. Ihr habt doch so einen gemacht, so. Ja, du bist doch ein Superstar. Wo bin ich Superstar? Fernsehen, Leute, ey. Kameramann ist gelaufen in Stadtmitte, warte, Kreuzberg. Ohne Scheiße. Digga, wenn ich filme, ich will jetzt auf dieses Bett kacken. Weißt du, wie ich gerade halte? Ey, wir waren letzte Woche, nee, die Woche war es. Taubestherme? Oder du wurdest so gefeiert dort, Alter. Und du machst sowas von Fame, Alter. Alle 78-Jährigen haben mich gefeiert, Alter. Alter, wenn du nicht Fame bist, Alter, dann weiß ich auch nicht. Das ist scheiße, Alter. Und ganz ehrlich, das andere, safe. Safe, Alter. Safe? Guck mal, das könnt ihr mir vorwerfen. Safe benutze ich auch. Ja, warte, aber warte. Safe heißt sicher. Das fällt mir nicht schlecht, Bruder. Ja, ich weiß, was safe ist. Safe könnte auch. Warum sagst du nicht sicher und sagst safe? Safe könnte auch Schließwort sein, Alter. Alle, die ich feier dich, Fame und safe feiern. Bitte mal liken. Wieso? Du hast selber gesagt, feiern. Bruder, das war alles ein Wortspiel. Alles, alles. Sag mal bitte, was ist, ich wünsch dir was? Zum Beispiel beim Verabschieden sagt immer einer so, ich wünsch dir was. Das sagen meistens Marokkaner. Ich wünsch dir einen Trip. Aber warte mal, ja, aber das sind meistens die Marokkaner. Servus, Bruder, was geht? Geht? Alles gut bei dir? Ich feier dich, Bruder. Ich auch, Bruder. Ich wünsch dir was, Bruder. Vielleicht hat er mir einen Trip gewünscht. Kann sein, Bruder. Alter, ich hab's mir jetzt fest vorgenommen, wenn noch einmal zu mir einer sagt,
gesagt, ich wünsche dir, was ist denn was? Ich hab's schon mal gefragt. Was hat er gesagt? Bruder, was hat man das so, hat er gesagt. Also ich, ganz normal, es war Mama, ich wünsche dir was. Und der hat mir jedes Mal was gewünscht. Ich wollte es irgendwann mal wissen. Ich hab gefragt, was, Bruder, warte mal kurz. Bevor du gehst. Du hältst ihn so fest. Er bleibt stehen, oder? Der war immer mit Fahrrad unterwegs. Bruder, was wünschst du mir denn? Der war so, siehst du, das heißt, die wünschen uns eigentlich nie was. Schlag ins Gesicht. Er hat gesagt, der wusste nicht. Bruder, der, alles Gutes wünsche ich dir. Das war so schon so ein bisschen so Dings. So. Wusste er, was er sagen soll? Oder? Das ist so, wie wenn eine Frau sagt zu dir, ich liebe dich. Du sagst, ja, wie viel seid ihr? Ich sag, das einfach nur so gesagt. Ich hab's gesagt halt. Ne? Das sagt man doch, oder? Das sagt man doch, hab ich schon. Ja, genau. Super. Auf Facebook gelesen. Oder dieses Grüß Gott. Ja. Oder wenn ich ihn sehe, ja, aber was ist dieses Grüß Gott? Ja? Grüß Gott. Ja. Und was ist mit Grüezi? Grüezi? Grüezi. Grüezi. Mein Rand, Schweiz, ja, sag mal. Irgendeiner schläft gerade eben mit. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die irgendwas geschickt haben. Dankeschön, das war viel Material. Dankeschön, dass ihr da wart. Das ist mein letztes YouTube-Video, ich mach nie wieder.